Wird meine Altersrente an meinen Krankengeldanspruch angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Altersrente, Planung der Rente ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir als Rentenberater von rentenbescheid24.de sagen, fangen Sie bitte mit dem 50. Lebensjahr an, Ihre Rente zu planen. Und schreiben Sie einfach auf, was Sie in den nächsten 15 Jahren zu tun gedenken, wann Sie in Rente gehen wollen und vor allen Dingen, unter welchen Bedingungen Sie möglicherweise während dem Rentenbezug weiter arbeiten wollen. Und genau hier ist die Schnittstelle zu meiner Fragestellung. Was passiert, wenn ich eine Altersrente beziehe, als Arbeitnehmer ganz normal weiterarbeite und dann arbeitsunfähig erkranke? Habe ich dann einen Anspruch auf Krankengeld? Und wenn ja, wird mir meine Altersrente an das Krankengeld eventuell angerechnet oder auch nicht angerechnet? Wenn ich eine Altersvollrente beziehe, dass ich dann grundsätzlich, wenn ich arbeitsunfähig krank bin, 6 Wochen Entgeltfortzahlungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber habe, den kann man mir nicht nehmen, aber ich dann bei einer Altersvollrente keinen Anspruch auf Krankengeld mehr habe. Und Sie haben ja schon gehört, das Wort Altersvollrente. Es gibt natürlich auch eine Altersrente, die ich als Teilrente beziehen kann. Entweder als Teilrente wegen Hinzuverdienstanrechnung oder als gewählte Teilrente, zum Beispiel 99% Teilrente. Und wir empfehlen unseren Kunden, die neben dem Rentenbezug vor der Regelaltersgrenze meistens noch arbeiten gehen, ganz normal voll weiter arbeiten gehen, hier auf jeden Fall eine 99% Teilrente zu beantragen, denn mit der 99% Teilrente sichere ich mir meinen Krankengeldanspruch. Und zwar sagt das Gesetz, § 50 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 5, wenn ich eine Teilrente wegen Alters beziehe, und zwar vor Beginn des Anspruchs des Krankengeldes, wird die Altersrente, die ich beziehe, nicht an das Krankengeld angerechnet. Und bitte bedenken Sie auch, ab Januar 2023 sollen die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten wegfallen. Ich kann nur sagen, es wäre schade, wenn Sie eine Altersvollrente beziehen, Sie gehen weiterarbeiten und Sie werden krank und länger krank vielleicht als die 6 Wochen, dann stehen Sie auf einmal ohne Krankengeld da. Und das sollten Sie vielleicht vermeiden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.